Hallo und herzlich willkommen in der Train World. Im heutigen Update begeben wir uns zu den Schienen, und zwar genauer gesagt hier vorne an der Straße. Da werden wir uns den Bahnübergang hier anschauen, der jetzt gerade schon fertig ist. Und in dem Video zeigen wir euch dann noch den Prozess, wie das Ganze gebaut wurde, wie alles funktioniert, und dann wünschen wir euch viel Spaß. Ich fange jetzt erstmal mit dem Bahnübergang an. Da könnt ihr schon sehen, hier ist schon mal ein bisschen was gebaut, ein Andreaskreuz. Das ist mit so einer Kelle, wie es auch am Bahnhof bei uns verwendet ist, hinten drauf. Dann diese Platten hier, die einmal zwei, die rund sind. Und dann hier vorne eine Fliese, zweimal zwei rund mit Loch. Ich krieg's gerade gar nicht auseinander, aber da habe ich dann einfach so einen Zahn, ist es, den baut man eigentlich so drauf, reingesteckt. Und dann hier die eben so schräg dran gemacht. Unten drunter einen Pin-Connector. Und dann einfach auf die Platte drauf. Und dahinter seht ihr dann schon ja die Schranke. Die geht auch schon auf und zu. Das ist jetzt momentan noch per Hand. Wenn ich mal kurz die Straße runternehme, dann könnt ihr hier, ja, man sieht es leicht, so ein Seil erkennen. Wenn ich das hier nehme, mit der Hand und dran ziehe, dann geht die auf. Da ist eine Umlenkrolle genau hier drunter. Dann geht das Seil da hinten hoch. Hier an diesem Gewicht seitlich lang. Hier oben rein, da habe ich noch einen Verschnitt von einer 3 mm Stange rein, damit dieses Seil eben oben an der Spitze bleibt. Und das Seil hängt dann hier ganz vorne an der Spitze einmal in so einen roten Pin-Connector reingeknotet. Und so funktioniert dann das Ganze. Dann habe ich jetzt mal soweit hier drüben alles verkleidet, also bis zu diesem Modul. Das ist ja ein neues Modul, da kommt dann noch Weichensteuerung drunter, das ist aber ein anderes Video. Und dann baue ich noch die Schranke auf der anderen Seite jetzt ein und dann geht es auch schon an die Technik. So, dann habe ich auch schon die andere Seite festgebaut und hier auch schon so ja, provisorische Ablagen. Die kommen dann später noch in schön, alles in grau, und das schaut dann natürlich besser aus. Aber zum Testen jetzt mal sind die da. Ich habe das Seil jetzt hier in so ein Technikteil eingehängt. So ein Abstandshalter und dann eine Achse durchgeschoben. Und dann dahinter ein Zahnrad. Weil die Seillängen von da und da drüben natürlich nicht gleich waren, dass das dann halt einstellen kann, und möglichst große Zähne oder Zahnräder genommen, weil das viele Zähne hat, und dann kann ich das vom Winkel feiner einstellen. Und dann habe ich das Ganze jetzt mal mit einer Achse verbunden. Momentan ist es zum Drehen. Später wird es dann gewechselt und dann kommt da drüben ein Motor hin. Und für die, die sich fragen, was das ist ein Stopper. Wenn die Schranke gleich oben ist, bleibt sie dann oben stehen und dann muss ich den Stopper erst raus tun. Dann mache ich den Stopper kurz raus. Da zieht man hier hoch und dann, ja, man hat es vielleicht leicht gesehen. Die Schranke wippt dann kurz, weil sie eben schon runter will. Und dann kann ich das jetzt so auf und zu ziehen. Dann zeige ich euch nochmal genau den Stopper. Das ist einfach so ein Technikelement, was hier lose drauf liegt, also das kann sich frei bewegen. Und wenn ihr dann wenn man hier dreht, springt das so auf und ab. Und in die Richtung
die Richtung geht es frei, weil das Zahnrad das hochdrückt. Aber in die andere Richtung geht es dann nicht mehr, weil das dann das Zahnrad blockiert. Und so kann man dann halt eine Einwegöffnung machen, wo man dann erst den Hebel wieder rausziehen muss. Ja, dann heißt es jetzt noch alles verkleiden und ja, dann melde ich mich wieder. Ja, dann habe ich hier alles verkleidet, aber auch hier vorne, hier unten einmal alles verkleidet. Da war noch die Schwierigkeit mit der Straße, weil die nicht, also die schließt oben bündig ab, aber unten schließt sie dann wieder nicht bündig ab mit normalen Noppen. Deswegen ist hier noch eine Reihe Snot gebaut. Wenn ich jetzt die Straße kurz rausnehme, dann könnt ihr hier Bracket sehen. Und so wird dann die Lücke geschlossen zwischen der Straße und dieser Seitenverkleidung eben. Dann geht es auch schon hier weiter, weil natürlich hier dann die ganze Technik drunter sitzt, habe ich versucht, das Ganze möglichst ja, abnehmbar zu gestalten. Das heißt, man kann diese Außenreihe abnehmen. Und dann kann man schon hier die Platte rausnehmen und hat die ganze Technik hier. Und falls dann irgendwie das Seil hier aus der Winde rausrutscht oder sich irgendwie verstellt, weil was hakt, kann man eben das Zahnrad rausnehmen, die Schranke neu einstellen, Zahnrad wieder reinschieben und dann passt es wieder. Dann sind wieder beide Schranken synchron. Und die Aufnahme habt ihr gerade schon gesehen. Hier ist jetzt auch noch in der richtigen Farbe dran. Dann baue ich das Ganze schnell wieder zu. Geht relativ leicht. So. Und dann die Straße wieder rein. Das ist der einzige knifflige Part. So, und dann ist auch schon wieder alles zu. Dann geht es jetzt nur noch hier vielleicht irgendwie in einen kleinen Busch oder sowas hin. Aber im Großen und Ganzen möchte ich die Begrünung hier relativ wenig lassen. Nicht so extrem wie am Bahnhof hinten, wenn wir da kurz hinschwenken. Da ist ja alles extrem zugewuchert, weil es auch bei uns am Bahnhof so war bis vor kurzem. Und hier soll es dann halt frisch gemäht sein und ein bisschen schöner. Klar, hier unten ist eine Pflanze drin, das hat aber den Grund, das ist ein Stopper für die Schranke, weil wenn ich die jetzt mal hochdrehe, dann haut dieses Gewicht, das Schwarze, man sieht es vielleicht, gegen diese Pflanze und so passiert es halt nicht, dass die Schranke hingeht und einmal nach hinten umfällt. Ja, also dann Begrünung, hier einen kleinen Busch und dann melde ich mich nochmal. So, dann habe ich jetzt hier mal den kleinen Busch gebaut. Das ist einfach dieses Sechsstängeteil mit eben ja, Blumen in Grün und dann Blätter oben drauf. Und dann könnt ihr noch sehen, dass ich überall grüne Blumen hingesetzt habe und auch einmal 1 Punkte, also keine Punkte, sondern normale Platten, um das ganze Muster eben nicht so Lego-mäßig zu machen, dass es jetzt immer 90-Grad-Winkel sind, sondern eher so landschaftsmäßig, dass es auch mal so schräg runtergeht oder so. Und dann auch mit Dark Green ein paar Akzente gesetzt und dann gehen hier die Pflanzen so leicht in die Schienen rein, und sowas. Und hier unten gibt es jetzt noch einen professionellen, ja, Drehgriff zum Auf- und Zumachen. Ja, und dann war es das auch schon von dem Video. Und hier links oben dürfte dann gleich das nächste Video verlinkt sein von letzter Woche oder so. Und dann würde ich auch schon sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Über ein Like und ein Abo würden wir uns sehr freuen.